Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Spielen von Swansea City. Beim letzten Mal ist ein großer Traum leider nicht in Erfüllung gegangen. Im FA Cup Halbfinale sind wir in einem äußerst knappen und spannenden Spiel an Arsenal London mit 0:1 gescheitert durch einen Elfmetertreffer in der 90. Minute, den Santi Cazorla, der kleine Spanier, verwandelt hat. Wirklich äußerst bitter. Ich hoffe, die Köpfe von Swansea, von den Akteuren von Swansea, sind wieder frei und können sich auf die Schlussphase der Premier League konzentrieren. Wir haben noch 5 Spiele zu spielen und haben weiterhin die Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Aber dazu brauchen wir heute schon fast einen Dreier. Einen Sieg zu Hause im Liberty Stadium gegen den FC Everton. Gegen die Toffees aus Liverpool. Es wird ein sehr schwieriges Spiel, aber an das Hinspiel erinnern wir uns sehr gerne zurück, denn im Goodison Park haben wir mit 4:1 gewonnen, aber heute, ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel. Wir gucken mal auf die Parallelspiele. Liverpool zum Beispiel, also einer der Vereine, die vor uns sind, spielen beim FC Chelsea. Aktueller Tabellenführer. Manu, der Verfolger, spielt zu Hause gegen Stoke. Leicester gegen Sunderland, auch ein echtes Abstiegs-, ein echtes Kellerduell. Queen's Park spielt gegen Crystal Palace und West Bromwich spielt gegen Aston Villa. West Bromwich Albion auch noch knapp hinter uns in der Tabelle. Aber wir müssen jetzt wieder auf uns schauen. Nach 8 Spielen und 8 Siegen vor allem in Folge, beim letzten Mal also diese, ich sag noch einmal, bittere Niederlage in letzter Minute. Ich hoffe, das hat psychologisch bei unseren Spielern jetzt keinen irgendwie Klacks verursacht und wir spielen einfach so weiter wie in den letzten Wochen zuvor auch. 4-4-2, das System bleibt natürlich wieder bestehen. Foster Keske heute wieder hinten links. Norton kehrt zurück in die Startaufstellung hinten rechts. Fernandes wieder mit dabei. Gerrard natürlich heute wieder an der Seite von Shelvey. Dyer für Redmond, IU für Gray. Und Sigurdsson und Gummis bilden, ja, ich sag mal, die Doppelspitze. Am 27. April 2019, 15 Uhr Ortszeit. Heiteres Wetter und Roger East Five the Boys from the West. Mal gucken, ob er uns Glück bringt. Und der Elfmeter, der im letzten Spiel gepfiffen wurde, der war ja auch noch äußerst umstritten. Ich bin mal sehr auf eure Kommentare gespannt. Ich kann natürlich nicht darauf eingehen. Ihr wisst ja, ich nehme immer einige Parts im Voraus auf. Aber ich bin mal sehr gespannt, was ihr da geschrieben habt. Ob ihr auch der Meinung wart, dass das wirklich ein Elfmeter war. Ich glaube, Mike Dean war der Schiedsrichter, der den gepfiffen hat. Der ist bei einigen Swansea-Akteuren und Swansea-Fans jetzt erstmal sehr unbeliebt. Aber genügend vom FA Cup. Wir gucken auf die Premier League-Tabelle. 34. Spieltag heute. Hier trifft der 7. auf den 9. Aber ihr seht, 9 Punkte Abstand zwischen diesen beiden Vereinen. Für den FC Everton geht es also um nichts mehr. Für Swansea umso mehr. Sie wollen nach Europa. Hier 2 Spieler im Fokus, Sigurdsson bereits 8-mal getroffen und Dolo Fio, der junge Spanier aus der Jugend des FC Barcelona, eigentlich völlig andere Spielertypen. Allerdings der kleine Spanier noch ohne Saisontor. Während hier die Premier League-Hymne erklingt, gucken wir natürlich auch gleich auf die beiden Formationen. Die von den Schwänen haben wir, denke ich, schon durchgearbeitet. Heute übrigens das allererste Mal mit Gold. Der 18-jährige Südafrikaner auf der Bank. Ansonsten keine großen Überraschungen. Und auch beim FC Everton, da sehen wir Miralas, Barclay und Giovanni Dos Santos unter anderem. Robles im Tor, Coleman, Funes Mori, Stouncey in Verteidigung, Baines hinten links, Gibson und McCarthy auf der Doppel-6, Dolo Fiu, Miralas über die Außen. Barclay, der englische Nationalspieler, macht den Spielmacher. Und Giovanni Dos Santos bildet die Sturmspitze der ebenfalls ehemalige Akteur des FC Barcelona, der mexikanische Nationalspieler. Ball ist bereit, Schiedsrichter ist bereit, Fans und Spieler sind bereit. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, unsere Spieler sind bereit für ein gutes Fußballspiel. Der FC Everton hat angestoßen. Die Toffees in blauen Trikots und weißen Hosen von rechts nach links im ersten Durchgang. Sigurdsson gleich mal mit dem ersten Ballgewinn. Gummis zurück zu Sigurdsson. Oh, die Idee war richtig gut, mit dem Chipball Gummis da erneut zu bedienen. Aber Funes Mori, der argentinische Innenverteidiger dazwischen. Miralas.
der Belgier. Bester Torschütze bei den Toffees bereits mit 12 Saisontoren. Dos Santos mit der Flanke. Fünfte Minute. 0:1. Kalte Dusche für die Schwäne. Fernandes kann die Flanke nicht verhindern. Und Forster Keskey, der 19-Jährige, verliert das Duell gegen Ross Barkley. Das Everton Eingewächs trifft zum 1:0. Drittes Saisontor, frühe Führung. Und Swansea in Schockstarre. Erste Chance für die Gäste. Erstes Tor. Und sind das etwa auch die Nachwirkungen noch vom Spiel gegen Arsenal London? Bitter, bitter, früher Rückstand. Aber das Positive, wir haben jetzt natürlich noch genügend Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Spiele können wir drehen. Zuletzt ja gegen West Bromwich Albion unter anderem gelungen. Forster Keskey, der Pechvogel momentan. Im letzten Spiel gegen die Gunners hat er den entscheidenden Elfmeter ja verursacht. Fragwürdiger Elfmeter, aber er hat ihn halt gepfiffen, der Schiedsrichter. Norton. Shelvey. Guter Ball für Forster Keskey. Der will das wieder gut machen. Und er macht's gut. Shelvey mit dem Pass. Seine nächste Vorlage und dann holt Forster Keskey den Hammer raus. Von wegen verunsichert. Er zeigt hier, dass er ein Allround-Talent ist. Ein Außenverteidiger mit Drang zum Tor. 10. Minute, der schnelle Ausgleich für die Schwäne. Durch das zweite Saisontor von Mark Forster Keskey. Von ihm wird in Zukunft in England noch so mancher reden. 1:1, keine 10 Minuten durch. Das ist doch mal ein netter Anfang. So viele Tore gab es bei Arsenal nach 90 Minuten nicht zu sehen im letzten Spiel. Allerdings auch sehr viele Torchancen, aber halt keine Tore. Und hier nutzen beide Teams ihre erste 100%ige Möglichkeit zum Tor. Und der nächste Abschluss vom Torschützen auf Everton Seite. Ross Barkley, hier der andere Torschütze mit der Rücknummer 2. Hat sich da den Torwart auch ein bisschen ausgeguckt, den Robles. Ich weiß nicht, ob der unhaltbar ist oder unhaltbar war. Ein Petr Cech hätte ihn vielleicht noch rausgekratzt. Aber wir beschweren uns natürlich nicht. 1:1. Das Spiel beginnt wieder von vorne. Fernandes. Shelvey. Gerhard. Oh, spielt den Ball ein bisschen zu spät ab, Yannick Gerhard. Barkley. Vorbei an Fernandes. Oh, da ist eine Riesenlücke da in der Mitte. Hat er zum Glück nicht angespielt. Fernandes, gutes Stellungsspiel. Gerhard. Shelvey. Mit dem klasse Zuspiel für Gummis. Oh, aber Leighton Baines. Nein, Stones war's. Auch ein Eingewächs aus der eigenen Jugend des FC Everton. Wird er im wahren Leben momentan mit den FC Chelsea heftig in Verbindung gebracht. Mit diversen anderen Topclubs aus England. Jetzt kommt erstmal Doyle Fio. Aber Forster Keskey, der hat sich jetzt wieder das Selbstvertrauen zurückgeholt. Karius. Das war übrigens sein erstes Heimgegentor hier im Liberty Stadium. Sein erstes Gegentor in der Premier League hatte er beim letzten Mal gegen Crystal Palace fangen müssen. Jetzt also das zweite direkt im zweiten Spiel nacheinander. Gibson. Guter Trick gegen Gerhard. Gerhard gegen Barkley. Barkley bleibt da am Ball. Völlig unbeeindruckt. Fernandes bei ihm. Gut gemacht von Coleman, der irische Nationalspieler. Gut rausgespielt. Die Toffees natürlich technisch auch ein klasse Team. Doyle Fio. Mit der Hacke zurück. Barkley. Dann vielleicht einhaken. Am Ende zu viel. Gerhard. Gummis. Und da ja erstmal das Spiel wieder ein bisschen verlangsamen. Ein bisschen Sicherheit erstmal wieder zurückgewinnen. Nach dieser turbulenten Anfangsphase. Forster Keskey. Gerhard. Shelvey. Der hat immer eine Idee. Auch der Ball war gut für Dyer. Rechts läuft Norton mit. Gut gesehen. Flanke weit gezogen.
Am zweiten Pfosten allerdings nur Seasmith Coleman, Gibson, Dolofio auf Leighton Baines. Ehemaliger englischer Nationalspieler, hat im wahren Leben so langsam seinen Stammplatz hinten links verloren. Shelby dazwischen. Jonjo Shelby. War da noch ein Gegenspieler dran? Nee. Leider nicht. Gute Konterchance. Schnell direkt gespielt. Aber der Abschluss dann diesmal zu harmlos vom zuletzt so starken Jonjo Shelby. Gibt den Abstoß für Robles. Und Gerhard, einer der beiden Sechser, geht da sehr früh drauf auf einen der beiden Innenverteidiger. So ein bisschen Platz für die Gäste nach vorne zu spielen. Und wieder Shelby mal mit guter Defensivleistung. Gerhard, das war alles andere als sicher gerade. André Ayew gegen Coleman macht das sehr gut. Sigurdsson, Gerhard macht mit. Und er mit der guten Flanke, Gummis. War allerdings wohl im Abseits, ja. Ich glaube, das war auch richtig entschieden auf den ersten Blick, ohne die Wiederholung und Zeitlupe zu sehen. Oh, alter Walter. Das war aber minimal, diese Abseitsposition. Aber gut, Gummis konnte leider nichts mit der Flanke anfangen. Von daher weiterhin 1:1. McCarthy mit dem Fehlpass. Shelby erneut dazwischen. Gerhard. Oh, will Sigurdsson schicken. Ball kommt nicht ganz durch. Schade. Ayew macht das Spiel wieder schnell. Guter Ball von Sigurdsson für Gummis. Der legt ab. Sigurdsson! Oh, da war noch ein Toffee-Spieler dran. Oh, ich habe den Ball schon drin gesehen. Nächste hundertprozentige Möglichkeit. Gylfi Sigurdsson und Robles im Glück, dass der Ball noch knapp über den Kasten abgefälscht wurde. Es gibt die Ecke. Und Gylfi Sigurdsson wird diese hereinbringen. Robles dazwischen. Foster Keskey holt den Kopfball. Gummis legt ab. Für Shelby. Nochmal Shelby. Everton kann erstmal klären. Und vielleicht den Konter fahren. Swansea muss wieder zurück. Aber ganz safe. Foster Keskey sichert erstmal erneut den Ball. Norton. Shelby überall zu finden. Wieder Shelby. Gummis. Ayew. Oh, und Dolofio. Nein, Coleman war es. Gerade noch so dazwischen. Ganz wichtig, dass der irische Rechtsverteidiger daran kam aus Sicht der Toffees. Dos Santos fällt. Kein Foulspiel von Williams. Der Mexikaner vorne drin, noch kaum in Erscheinung getreten. Fernandes. Norton. Sigurdsson mit der Hacke. Oh, Gerhard. Aber Gerhard holt ihn sich zurück. Shelby sucht eine Anspielstation. Shelby nimmt Nathan Dyer mit. Die Flanke, die ist gut. Oh. Und die Riesenchance für Kyle Norton, der ein bisschen desorientiert war. Den Ball minimal in den Rücken bekommen hat, aber den hätte er trotzdem noch irgendwie annehmen und verarbeiten können. Nochmal die Chance kurz vor der Pause. So geht es mit einem Unentschieden in die Kabine. 1:1, Barclay, 5. Minute mit der Führung. Foster Keskey machte seinen Fehler wieder gut. Er zieht den Ausgleich in Minute Nummer 10. Und die Schweden, die schwedischen Fans, die Fans der Schwäne sehen hier bislang ein richtig gutes Premier League Spiel. Wir gucken auf die anderen Plätze und wir sehen, der FC Chelsea führt. Das ist gut für uns. Mit 2:0 gegen Liverpool. Später am Abend spielt noch Southampton gegen Nottingham. Leicester City hinten gegen Sunderland mit 0:1. Man U führt schon 3:0 zur Halbzeitpause gegen Stoke. Queen's Park gegen Palace 1:1. West Brom gegen Aston Villa ebenfalls 1:1. Und mit diesem Ergebnis geht es auch hier in die Pause im Liberty Stadium zwischen Swansea und den FC Everton. Und ihr merkt schon, ich muss ein bisschen durchschnaufen, meine Herren. Gucken wir in der Zwischenzeit, wen wir noch auf der Bank haben. Poole, Taylor für die Defensive, Chan für die Zentrale, Redmond, Gold, wie gesagt, das erste Mal heute mit dabei. Und Pausen noch für das Sturmzentrum. Wir machen aber erstmal ohne Veränderungen weiter. Im Gegensatz zum FC Everton, die haben gewechselt. Damon Gibson, einer von vielen irischen Nationalspielern beim FC Everton, ist rausgegangen, wurde ersetzt durch, lass mich nochmal sehen,
Komm unbedingt, ich möchte nochmal den Spielernamen. Ach, Tom Cleverley, natürlich. Der ehemalige Spieler von Manchester United ist jetzt mit auf dem Feld. Jetzt kommt aber erstmal Foster Cascade mit dem langen Ball Richtung Sigurdsson. Guter Zweikampf von Coleman. Klärt per Grätsche zum Einwurf. Ayu. Foster Cascade. Auf Gummis. Ah, der versucht sich da im 1 gegen 1. Keske erneut dazwischen. Shelvey, der Ball, der Pass ein bisschen zu hart gespielt. Konnte man deswegen nicht so ganz hundertprozentig kontrollieren, der gute Shelvey. Die Technik hat er normalerweise eigentlich, so einen Ball zu verarbeiten. Shelvey. Fernandes. Anfangsphase der zweiten Hälfte gehört den Gastgebern. Die suchen nach der Lücke. Foster Keske mit dem Fehler. Nicht der erste in dieser Partie, aber hat er immerhin das Tor bislang zum Ausgleich erzielt. Coleman. Auch er mit einer richtig starken Partie bislang, genau wie er hier, Ross Barkley, der die Fäden im Mittelfeld zieht. Dolofeo. Schneller Mann gegen Williams. Bringt die Flanke. Aber Karius zur Stelle. Gerhard, Gegenzug. André Ayew vorbei an Coleman. Und jetzt hat er mal ein bisschen Platz, der André Ayew. In der Mitte ist Gummis und ist Sigurdsson. Aber er warten erstmal dazwischen. Shelvey wird gefoult, aber Vorteil. Aber dann doch abgepfiffen nach dem zu harten Einsatz von Barkley, dem Torschützen. Der sieht dafür zurecht die gelbe Karte. Nach dem Einsatz gegen Shelvey, die beiden englischen Nationalspieler. Gibt den Freistoß, 38 Meter Torentfernung. Komm, bringen wir es mal als Flanke. Rausgeköpft, Gerhard. Shelvey wieder in Position. Abgelegt. Komm, spiel ihn ab. Zurück zu Shelvey. Sigurdsson. Gute Hereingabe. Robles dazwischen. Zweiter Ball. Norton, Gerhard und Foster Cascade traut sich erneut den Schuss zu. Aber diesmal kein Problem für Evertons Schlussmann, Norton. Den Druck aufrecht behalten. Sigurdsson im Zusammenspiel mit Shelvey. Zurück zur Sigurdsson. Gummis in der Mitte, kommt nicht dran. Stones dazwischen. Everton kann sich momentan nicht befreien. Shelvey. Zurück zu Robles. Und er findet erstmal Coleman. Kann die Situation vorerst beruhigen. Auch wenn der Pass alles andere als sicher war. Swansea momentan mit etwas Überwasser. Baines weiß nicht mit dem Ball was anzufangen. Und Sigurdsson kämpft. Kommt aber nicht ganz dran. Kommt Shelvey. Es liegt etwas in der Luft. Ich weiß nicht was. Und ich habe nicht gefurzt. Das wird es nicht sein. Aber irgendwas könnte hier durchaus noch passieren. Foster Cascade kommt diesmal nicht dran. Barkley Schuss an. Täuschung. Und Karius zeigt das erste Mal in dieser Partie, warum er 10 Millionen Euro Ablöse gekostet hat. Ganz starker Rückhalt. Nach dem erneuten Versuch von Ross Barkley. Wechsel bei FC Everton. Dolofeo geht. Und es kommt Darlington Nagbe. Der Mann aus Liberia, den sie vom HSV geholt haben. Kriegt hier sogar die Rückennummer 10. Und bevor die Ecke reinkommt, werden wir auch nochmal tauschen. Gummis hat sich wieder müde gelaufen. Abgearbeitet da vorne. Pausen kommt für ihn. Und ich denke, wir bringen auch... Wollen wir Gold bringen? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wisst ihr was? Wir werden mal den 19-Jährigen mittlerweile Gold zu seinem Premier League-Debüt verhelfen. Und zwar wird er kommen für Sigurdsson. Ayu geht dadurch auf die Halb-9er, Halb-10er-Position und Gold geht links raus. Also auch sowas gibt es unter Dani Dattel gegen Ende der Saison, wo es um so viel geht, dass er einfach mal einen 19-jährigen Dubitanten hier ins kalte Wasser wirft. Gummis raus, Pausen rein. Sigurdsson heute nicht so
effektiv gespielt wie sonst. Und da haben wir ihn. Der junge Gold, 1,70 groß. Der Mann mit den blau-schwarzen Schuhen orientiert sich gleich erstmal nach hinten. Oh, da wollen sie den kurz spielen. Und das war gar keine so schlechte Variante. Nachschussmöglichkeit. Und Karius hält den Ball fest. Erste Aktion von Gold. Forster Keskey. Wieder Gold mit dem ersten Fehlpass. Aber Gerhard hat da auch nicht gut mitgearbeitet. Stones mit dem Fehler. Ayu. Ach, gute Grätsche. Vom Mann mit der 15. Ich weiß gar nicht, wer das war. Es gibt sogar einen Wurf für die Toffees. Funes Mori. Ah, Paulsen kommt da nicht ganz dran. Schade. Laufwege zustellen. Gelingt gerade nicht so gut, aber dann doch der Ballgewinn. Gault, nächster langer Ball. Gerhard, guter Einsatz, aber kommt zu spät. Ball war schon hinter der Linie. Und das war auch die letzte Aktion heute von Gerhard. Schon fast der Standardwechsel mittlerweile von Dani Dattel, dass er den einen deutschen Spieler runternimmt, Yannick Gerhard, und den anderen reinbringt, nämlich Emre Can für die letzten gut 10 Minuten. So, Laufwege wieder zustellen. Müsste für uns, ja. Einwurf für die Schwäne. Gold, der Mann mit der 32. Das ist übrigens die Rücknummer, die Della Fiore hatte im letzten oder in den letzten Let's Plays. Vielleicht bringt das auch ein bisschen Glück. Coleman. Everton technisch wirklich ein starkes Team, kann man so nicht anders sagen. Für mich nach den Top 6 Clubs in der Liga, vielleicht gemeinsam mit uns, direkt dahinter einzuordnen, so für die Plätze 7 bis 9. Und um diese spielen wir ja momentan auch. Miralas, Daya dazwischen, Emre Can, das war ein klasse Zuspiel, ein bisschen zu lang leider für Ayu. Und deswegen kann erneut Coleman, der da ein Riesenspiel macht, per Grätsche klären. Gibt den Einwurf. Forster Keskey immer offensiv mit am Start. Zweiter Ball im Spiel. Muss warten, bis er einwerfen darf. Mal in den Strafraum werfen zu Ayu. Das ist Gold. Das ist Shelvey. Steckt durch. Kein Abseits. Shelvey. Ach, schwierig zu kontrollieren. Gibt aber immerhin nochmal den Eckstoß. 3 Minuten noch. Und Shelvey hat sich den Ball geschnappt. Standardsituation waren zuletzt ja äußerst gefährlich. Und auch die ist nicht schlecht. Und Paulsen. Volles Risiko. 89. Und auch da fehlte nicht so viel. Nachdem zwei Everton-Verteidiger da erstmal vor der Linie noch klären konnten. Im Spiel gegen Arsenal hatten wir ja auch zwei Aluminiumtreffer, einer nach einer Ecke von Williams. Und auch hier fehlte nicht so viel bei dieser Situation. Shelvey steckt durch zu Paulsen. Der mit der Drehung. Paulsen auf Shelvey. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Und da hat Swansea nochmal die Riesenmöglichkeit in der Nachspielzeit. Jetzt kommt Everton nochmal mit Dos Santos. Läuft Fernandes davon. Und dann ist da einer völlig blank. Miralas. Nein, es war wieder Ross Barkley. Der einzige Akteur des FC Everton, der hier aufs gegnerische Tor schießt. Beziehungsweise in dem Fall zum Glück übers Tor. Chancen hüben wie drüben. Ich denke, am Ende wird es ein verdientes Unentschieden. Eine verdiente Punkteteilung. So sieht's aus. 1:1 am Ende. Ein ähnlicher Spielverlauf irgendwie wie gegen Arsenal im FA Cup. Gutes Spiel auf beiden Seiten. Die Chance zum Siegtreffer. Mit dem Unterschied, im Gegensatz zum Arsenal-Spiel, dass es heute eben keinen Sieger gibt. Forster Keskey hinten gepatzt, vorne getroffen. Ein Spiel mit Höhen und Tiefen. So kann man es, denke ich, ganz gut zusammenfassen.
Aber wir wissen ja, der FC Liverpool hat am Ende wahrscheinlich verloren. Wir gucken gleich nochmal kurz drauf. Sprich, das wäre heute die Riesenmöglichkeit gewesen, an Liverpool vorbeizuziehen. Aber immerhin sind wir ein Punkt durch dieses Unentschieden näher rangerückt. Aber dennoch, heute hätten wir durchaus gewinnen können. 8 zu 5 Schüsse, mehr Ballbesitz, Zweikämpfe ausgeglichen. Ach, wir waren vielleicht sogar die bessere Mannschaft. Minimal bessere Mannschaft. Shelvey zum Spiel des Tages ernannt, hat das Tor vorbereitet von Forster Cascais. Aber in der letzten Sekunde, in der letzten Minute noch diese Riesenchance gehabt. Ach, der muss einfach rein. Und da fehlte dann wieder so ein bisschen das Glück der letzten Wochen. Unsere Innenverteidigung war heute nicht so stark. Habe ich eh nicht gesehen. Williams und Fernandes kamen da häufig nicht hinterher. Aber ansonsten denke ich auch heute eine gute Mannschaftsleistung, auch wenn die Noten heute nicht so überragend waren. Gold, unser Debütant, mit einer 4,8. Ja, das war jetzt kein gutes Premier League Debüt. Liverpool verliert beim FC Chelsea 1 zu 3. Manu gewinnt 4-0 gegen Stoke, also oben bleibt es spannend. Und West Bromwich hat gewonnen, sind dadurch jetzt punktgleich mit uns. Wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle, wenn der Spieltag komplett ist. So, bei Karius hatte ich gedacht, da wollte ich jetzt wieder jemand anderen reinnehmen, sobald er die 79 erreicht hat. Die hat er jetzt erreicht und deswegen komme ich das. Den jungen letzten einfach nochmal, wobei, nee. Ich glaube, den geben wir sowieso auch im nächsten Sommer ab. Deswegen, komm, darf pausen. Der steht auch kurz vorm Stärke-Update. Kopfbälle und Volleys. Fernschüsse. Chancenerarbeitung. Schusskraft könnt ihr vielleicht auch ein bisschen verbessern. Machen wir das mal. Und simulieren. Einmal wieder. Alles durch. Poole macht richtig gute Fortschritte im Training. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Unser Megatalent Thompson macht sich auch so langsam bisschen besser. Durchschnittliche Trainingswoche. Wir gucken mal kurz, was wir noch für eine Mail wir bekommen haben. Redmond ist unzufrieden mit seiner Rolle im Verein. Blabiblub. Aber ganz ehrlich, er hat seinen Stammplatz eigentlich schon fast verloren. Also ich sehe Nathan Dyer weiterhin etwas vor ihm. So, wir gehen noch eben ein, zwei Tage weiter und dann haben wir schon den nächsten Monat erreicht. Nämlich den Monat Mai. Der letzte Monat, der letzte Fußballmonat. Und wir gucken nochmal auf die Tabelle. Holy shit, liebe Freunde. Ich denke an Arsenal London, da werden wir nicht mehr herankommen. Die sind jetzt schon 6 Punkte weg. Aber nicht nur der FC Liverpool scheint verloren zu haben, sondern auch die Tottenham Hotspurs. Beide haben jetzt 56 Punkte und einen Punkt jeweils dahinter sind Swansea und West Bromwich bei noch 4 auszustehenden Spielen. Das wird eine heiße Schlussphase und guckt euch da unten mal an. Da ist es ja mindestens genauso spannend. What the fuck ist hier los? Spannender geht's ja kaum noch. Derby County ist weg, das dürfte klar sein. So gut wie. Nottingham, Forest 30 Punkte, Queen's Park 30 Punkte, Leicester City 30 Punkte, Sunderland 30 Punkte und Stoke mit 33 Punkten auch noch in der gefährdeten Zone. Alles, was danach kommt, ist wohl im gesicherten Mittelfeld von Crystal Palace bis zum FC Everton. Von Platz 8 an kämpfen wir um die Europa League und die ersten beiden kämpfen weiterhin um die Meisterschaft. Chelsea gegen Manu und Manu ist unser nächster Gegner. Und die werden natürlich einen Teufel tun, da mit einer halben B11 oder so zu spielen. Die werden volle Kanne nach vorne spielen und versuchen, uns auseinanderzunehmen. Während Diego Costa vom FC Chelsea zum Spieler des Monats ernannt wurde, der Spieler des Monats April, 20 Saisontore, führt weiterhin die Torschützenliste an. So, wir können nochmal ganz kurz auf den Teambericht gucken. Neuer Monat und so. Karius haben wir schon gesehen, hat einen Stärkepunkt hinzugewonnen. Norton, Fernandes, Forster Cascais, 5 Stärkepunkte in dieser laufenden Saison dazu. Schon echt krass. Gray Gomez, Ayew, so viel ist da glaube ich jetzt nicht mehr ansonsten passiert. Paulsen hat einen Stärkepunkt hinzu. Meine ich zumindest. Ich glaube, er war vorher bei einer 77.
Da ja leider ein Stärkepunkt runter. Gori sogar einen hinzugewonnen. Tofolo Junior momentan verletzt. Oh, guck mal, physisch hat er sich sogar ein bisschen verschlechtert, weil er momentan verletzt ist, oder was? Das ist ja übel. So ein junger Kerl. Sei es drum, Gold, 3 Stärkepunkte hinzu. Manet werden wir abgeben. Davis momentan ja auch verletzt. Bartley, Michu. Britton hat noch einen Stärkepunkt verloren. Okay, er ist mittlerweile auch 36, da ist das in Ordnung. Rauschenberg momentan verliehen, genauso wie Grimes. Keine Veränderungen. So, 5 Mails haben wir noch bekommen. Und wieder eine Trainingsverletzung. Und zwar für Federico Fernandes. Prellung am Schenkel fällt für 6 Tage aus. Sprich, im Topspiel gegen Manchester wird er uns höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Jugendmannschaft wurde aktualisiert. Da gucken wir mal kurz unsere Top-Talente an. Zum einen Dominic Loy. 62, Potenzial wurde ein bisschen runtergestuft. Und bei Gavin Thompson immer noch zwischen 86 bis 94. Jetzt schon eine Gesamtstärke von 65. Also ich glaube, auf den können wir uns echt freuen. Genauso wie auf Michael Russell. Der scheint ja ein genauso großes Talent zu sein. Ebenfalls ein Schotte. Also da sind die Schotten los. So, die nächste Transferphase. Erik Dyer möchte auf die Transferliste gesetzt werden. Kein Problem. Kyle Bartley auch. Bin ich doof, aber sein Vertrag läuft doch sowieso aus, oder? Ja, so sieht's aus. Sprich, für ihn wird es gar keine nächste Transferphase geben. Allerdings für den guten Erik Dyer. Und wisst ihr was? Wir setzen ihn jetzt schon auf die Transferliste. Schon mal in weiser Voraussicht. Zum Sommer hin sollten wir überhaupt noch Trainer bei Swansea bleiben. Aber dank der aktuellen Leistungen in den letzten Wochen hat Daniel Dattel, denke ich, durchaus Hoffnung, dass er noch Trainer bei Swansea bleiben darf. Aber um das ganz sicher zu gestalten, müssen wir einfach nur Platz 5 erreichen. Und das ist wirklich in greifbarer Nähe. Hätten wir heute gewonnen, wären wir sogar Tabellenfünfter. Dann wären wir der Gejagte gewesen. So sind wir weiterhin der Jäger. Oh, und wir müssen Fernandes austauschen. Er fällt also definitiv aus. Aber Poole, und das ist natürlich auch sehr kurios. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Poole, ich hab's gesagt, bislang mit nur ein Premier League Spiel als Einwechselspieler. Und ausgerechnet gegen seinen Jugendverein Manchester United wird er beim nächsten Mal sein Startelf-Debüt für uns geben. Sehr, sehr kurios. So, jetzt haben wir keinen Innenverteidiger mehr. Dyer und Bartley haben jetzt mal noch da, aber beide haben gerade gesagt, die wollen auf die Transferliste gesetzt werden. Sprich, die sind nicht besonders motiviert. Aber einen müssen wir leider mitnehmen. Dann müssen wir halt Erik Dyer, wir nehmen Kyle Bartley beim nächsten Mal mit auf die Bank. Mit. So, mal wieder eine interessante kleine Nebenanekdote. So, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, von Jägern und Gejagten. Wir sind also weiterhin die Jäger. Und die Jäger sind beim nächsten Mal zu Gast im Old Trafford. Die um die Meisterschaft spielen. Bastian Schweinsteiger und Co. erwarten uns. Aber ob wir da eine Chance haben und ob wir ausgerechnet beim Tabellenzweiten aktuell irgendwie den Platz 5 erobern können, das ist doch mehr als fraglich. Aber Swansea, das haben wir mittlerweile miterlebt, ist für die eine oder andere Überraschung gut, positiv wie negativ. Mal schauen, was für eine Überraschung das nächste Spiel für uns parat hält. Wir werden es erfahren beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 16, Karrieremodus mit den Schwänen von Swansea City. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.